Hallo, da sind wir wieder. Wir begrüßen euch aus Kroatien Teil 2. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir stehen hier auf einem wunderschönen Mega-Campingplatz bei Trogir und den möchten wir in diesem Video euch vorstellen und anschließend zeigen wir noch etwas von Trogir. Ja, auf diesem Plan zeige ich euch, wie das hier angelegt ist. Der Platz ist terrassenförmig angelegt. Ihr kommt von hier oben rein. Oben befinden sich hauptsächlich Mobilheime und Ferienhäuser, Glampingzelte. Ganz unten gibt es auch Mobilheime direkt am Wasser. Es gibt über 300 Tourplätze für Wohnmobile und Wohnwagen und man hat fast von jedem Platz mehr Blick. Hier unten befindet sich der Hundestrand, dann gibt es den Bereich Restaurant, neue Poolanlage und so weiter. Dann dort gibt es die tollen Plätze mit Liegen. Man kommt überall gut ins Wasser. Es gibt feinen Kiesstrand. Insgesamt gibt es vier Sanitärgebäude auf dem Platz, alle picobello sauber. Viel Spaß mit diesem Video. Hier genießt ihr die typischen Düfte der mediterranischen Vegetation. Lavendel, Rosmarin, Thymian, Currykraut und vieles mehr. Ihr kommt hier oben an der Rezeption an, geht hinein und dann bekommt ihr von den netten Leuten einen Plan mit freien Plätzen. Wenn ihr einen Platz gefunden habt, meldet ihr euch an. Hier wird sogar Deutsch gesprochen. Und es wird die Axi-Card anerkannt. Hier könnt ihr auch Räder mieten. Ja, wie immer stehe ich ja ganz früh auf für euch. Kurz nach dem Sonnenaufgang. In der Nacht hat es geregnet. Es ist doch etwas nass. Ja, hier oben geht es dann weiter an den Mobilheimen. Hier seht ihr gerade den Pool. Ist noch gar nichts los so früh am Morgen. Aber eine ganz tolle Vegetation hier. Es duftet überall. Ja, es gibt auch für die Kleinen ein tolles Becken. Und auch im Meer gibt es hier so eine Spielanlage oder was das ist. Das Meer ist morgens noch schön ruhig. Ja, weiter geht's auf dem Platz. Der ist ja terrassenförmig angelegt. Und als nächstes zeige ich euch den Supermarkt. Dort bekommt ihr morgens frisches Brot, Baguette, Brötchen, Kuchen. Ja, die Preise dort sind etwas höher als in den Supermärkten außerhalb. Aber man hat hier kaum Möglichkeit, außerhalb etwas zu kaufen. Am besten bringt ihr Lebensmittel mit für 2 Wochen und kauft hier nur das Nötigste. Obst und Gemüse kann man hier noch bezahlen, aber alles andere ist wohl sehr, sehr teuer. Ja, die Preise in Kroatien sind sowieso gestiegen. Gegenüber dem letzten Jahr haben wir so den Eindruck. Jetzt von den Campingplätzen her nicht, aber von den Lebensmitteln her und von den Restaurantbesuchen auch. Ja, also hier gibt es aber alles zu kaufen. Ihr braucht auf nichts zu verzichten. Vom Supermarkt laufe ich gleich runter
Richtung Meer, bevor ich euch das Sanitärgebäude zeige. Hier am Supermarkt vorbei, wenn man die Straße immer weiterläuft, kommt man auch ins Dörfchen. Dort gibt es auch zwei kleine Supermärkte, aber die Preise sind auch nicht so günstig. Naja, so, jetzt geht es hier runter zum Meer, wo die Luxus liegen, Sonnenschirme sind. In der Nachsaison braucht man die Liegen jetzt nicht zu bezahlen. Die Pavillon-Liegen kosten aber Geld. Also ihr seht ja, die Vegetation ist einmalig. Ja, hier am nördlichen Ausgang, wenn könnt ihr immer am Wasser entlang laufen bis zum Dörfchen. Um die ganze Halbinsel herum. Im Dorf gibt es mehrere Restaurants, die sind sehr, sehr gut. Ja, und hier seht ihr das kristallklare Wasser der Adria. Ein Träumchen. Im Moment jetzt im September, ja, 20, 21 Grad warm. Sehr, sehr schön. Es gibt mehrere tolle Bars, wo ihr Kaffee trinken könnt, Cocktails trinken könnt. Das ist doch mal ein Wohnwagen, oder? Ja, hier die Häuschen haben noch geschlossen so früh am Morgen, aber das sind alles so Souvenirshops. Ja, Schiffsfahrten werden angeboten. Massage kann man bekommen. Ja, hier nochmal der Megapool. Dann gibt es hier einen tollen Spielplatz für die Kleinen und auch Kinderanimationen. Hier im Gebäude. Ja, hier seht ihr noch Mobilheime direkt am Meer. Wunderschön. Hier ist eins der Sanitärgebäude. Hier für Kinder ganz toll. Mini-Waschbecken, Mini-Toilette, Mini-Duschen, Wickeltisch. Ja, und man achte auf die Details. Jeden Tag werden frische Blümchen hier hingelegt von den Reinigungsfrauen. Es ist alles picobello sauber. Die Duschen sind richtig toll. Es kommt richtig gut Wasser raus. Einzelwaschkabinen, Toiletten, auch alles picobello. Seife ist vorhanden, Toilettenpapier natürlich auch. Ja, der Müll wird getrennt und der wird auch jeden Tag abgeholt. Hier ist ein Bereich für Wäsche waschen. Ja, hier nochmal unser Plätzchen für eine Woche. Ja, so sehen die einzelnen Etagen aus. Viel mit Oleander und so weiter. Hier nochmal die sanitäre Anlage. Hier seht ihr auch die Waschmaschinen und Trockner. Die werden gemünzt oder halt mit Karte könnt ihr die bezahlen. Chemietoilette entleeren. Hier könnt ihr Geschirr spülen. Ganz oben bei den Häusern gibt es übrigens auch für Behinderte ein Wasch,
also ein Sanitärbereich ohne Treppen, so wie hier unten. Hier muss man viel Treppen laufen. Hier ein Blick zum Restaurant hin mit Außenbereich. Natürlich ist alles noch leer. Ich gehe mal kurz rein. Es riecht hier so nach Frühstück. Man kann hier auch frühstücken. Das muss man allerdings einen Tag vorher anmelden. Es duftet schon nach Kaffee und Brötchen. Hier nochmal der Außenbereich vom Restaurant. Und immer die schöne blaue Adria. Wir haben hier Blick auf mehreren Inselchen. Ganz hinten in der Ferne liegt irgendwo Bratsch. Ja, hier kann man auch schön sitzen. Es wird ein schöner Tag heute. Ja, wer keinen Wohnwagen oder Wohnmobil hat, kann sich hier auch ein Häuschen mieten. Die sind auch wunderbar. Jetzt kommen wir zum Hundestrand und hier gibt es auch sogar einen Hundespielplatz. Also eure Vierbeiner haben es hier richtig gut. Übrigens, Hundeduschen gibt es auch, die habe ich jetzt nicht gesehen oder ich habe da jetzt nicht nachgesucht. Die gibt es aber. Ja, hier rechts ist noch ein Plätzchen frei. Ja, man kann über Treppen die Etagen besuchen. Ist richtig gut angelegt. Jeder Platz verfügt über Strom, Wasser, Anschluss und Abwasser. Ja, hier seht ihr nochmal die Glamping-Zelte. Die waren jetzt in der Nachsaison auch noch gut besucht. Und jetzt ein Blick am Abend. Es zieht ein Gewitter auf. Heute nehmen wir euch mit. Wir fahren mit dem Taxiboot, welches mehrmals am Tag hin und zurück fährt, nach Trogir. Ihr könnt auch mit dem Rad nach Trogir kommen. Das sind ungefähr 6 Kilometer. Ja, den Römern haben wir es zu verdanken, dass die Stadt einen besonderen Charme versprüht. Über 2000 Jahre alt ist die Stadt und die Altstadt wurde 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Sie liegt auf einer kleinen Insel, die man auch über Brücken erreichen kann und hat viel Historisches zu erkunden. Die Festung Camerlengo aus dem 15. Jahrhundert kann besichtigt werden und ist für uns Ausgangspunkt, um auf die Stadt zu schauen.
Hier in Trogir wurden auch Szenen für Winnetou 3 gedreht. Die Kathedrale St. Laurentius ist eins der bedeutendsten Bauwerke der Stadt. 400 Jahre betrug die Bauzeit. Wir empfehlen eine Besichtigung mit Turmerklimmung. Nach ein paar Stunden in Trogir geht es nun zurück mit dem Taxiboot zum Campingplatz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unterstützt uns doch gerne mit einem Like und einem kostenlosen Abo. Bis bald, sagen Christa und Hermann vom Kanal Conroad.